Moin Leute, was geht ab und hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Team Millennium Kanal. Und heute ist es soweit. Heute haben wir das neueste Set Dawn of Majesty am Start. Das werden wir heute zusammen aufmachen. Ihr wisst Bescheid, Chase-Karte ist Sternenstaubdrache in Starlight Rare natürlich. Und das wollen wir heute sehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil da drin sind richtig, richtig geile Karten in das. Und werden wir mal schauen, was wir heute sehen. Ich würde mal sagen, let's go! So Leute, wir sind jetzt hier am Start. Wir haben das Display. Unsere Glücksbringer sind einmal die Sternenstaubdrache Tin und einmal die Karte selber. Bevor wir aber damit anfangen, ich habe über das Wochenende habe ich ein Trade gemacht, so ein Kartentrade, und ich wollte mal zeigen, was ich so bekommen habe. Falls ihr so gemerkt habt, da oben ist ein Platz frei. Der Black Luster Soldier of Chaos ist nicht mehr da. Für den Trade habe ich natürlich die Karte halt benutzt. Aber wir werden mal sehen, was ich so bekommen habe. Ich habe nicht nur die Karte abgegeben, sondern noch ein paar andere Karten. Grüße gehen raus an Marcel. Mit ihm habe ich einen Tausch gemacht. Und wir gucken mal einfach, was wir hier bekommen haben. So, die erste Karte. Das ist der Blue Eyes White Dragon. Die Limited Edition von YAP1. Mint Condition. Es ist so eine schöne Karte, das ist einfach unglaublich. Zweite Karte, wir haben den Judgment Dragon von LODT. Leider nicht First Edition, aber auch Mint Condition. Richtig, richtig schöne Karte. Und das ist der Ersatz für unsere Black Luster Soldier, Soldier of Chaos in Ghost Rare. Und wir haben, boom, Rainbow Dragon. Rainbow Dragon, First Edition in Englisch von Tactical Evolution in Near Mint Zustand. Guckt euch bitte das mal an, wie schön diese Karte ist. Unnormal heftig. Das heißt, die Karte hat einen neuen Platz. Nämlich da oben. Geil, oder? Schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr davon hält. Von den drei Karten. Wie findet ihr die drei Karten? Und wir fangen an. So, dann machen wir mal hier das Display auf. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was wir hier rausziehen. Es wäre wild, wenn wir einen Sternenstaubdrache ziehen. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal direkt an und schauen wir mal, was für eine Karte hier gezogen werden. So, der Sushi. Slower Swallow. Cosmic Slicer. Alien Thales Buster. Und der Super Rare. Sieht voll cool aus. Fangen wir erstmal hier zur Seite. Die Different Dimension Derby. Raten the Heavenly General Monster Assortment und Beast King Unleashed. Artwork von dem Display, also von dem Booster, ist auch voll geil. Die Karte gibt es ja auch da drin als Starlight Rare. Sieht auch sick aus, weil die Farbe ist allgemein sehr farbig. Und Doombearer Psycho Pumpos. Sushi, Zumbel the Starbonder, Glacial Ichor und wir haben ein Super Rare Majesty Mirage, Beast King Unleashed, Ringans, Lady Different Dimension, Heavenly General, weiter geht's. Und ja, ihr wisst Bescheid, hier erstmal, wenn ein neues Display rauskommt, gibt es ein Gewinnspiel und das Video dazu werdet ihr am Mittwoch haben. Mittwoch kommt das Gewinnspielvideo dazu, wo wir wieder ein ganzes Display verlosen werden. Und wie man da mitmachen kann, alles drum und dran, werde ich natürlich wieder in dem Video für euch erklären. Das werden wir alles machen. Und erstmal wollen wir aber hier. Okay. Let's go! B-Trooper Scout Buggy. Unsere erste Secret Rare. Das ist eine Insektkarte. Geil. Sieht voll cool aus. So, das heißt, es wird erstmal gesleeved. Hier. Unsere erste Secret. Warum nicht? Dann weiter geht's. Das ist noch ein Sushi. Wie witzig, ey.
Let's go! Despian Qwertys, nehme ich mal an. Cool. Pack mal hier auf. Und da sind die anderen vier Karten. Das war nächste, beziehungsweise unsere erste Ultra Rare. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir wollen hier eine Starlight Rare ziehen. Wir haben auf dem Kanal, glaube ich, bis jetzt nur ein einziges Mal ein Starlight Rare gezogen. Und deswegen wäre langsam wieder Zeit, dass wir vielleicht eine geile Starlight Rare Karte ziehen. Hab ich richtig Bock drauf. Und am liebsten wäre mir halt natürlich Stardust Dragon. Ihr wisst ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Amazement Assistant Delia. Und deswegen würde ich mal sagen, hoffen wir drauf, dass es der Fall ist. Oder noch besser, wenn wir bei dem Gewinnspiel, was jetzt bald stattfindet. Nice! High Ritual Art. Das ist unser nächstes Ultra Rare. Die anderen vier. Bei dem Gewinnspiel, was wir haben. Weil wir haben ja letztes Mal eine Collector Rare gezogen. Ich muss auch sagen, Leute, es ist ab und zu voll schade, wenn man halt solche Gewinnspiele macht. Und wenn die Leute mitmachen und die gewinnen tatsächlich was und die melden sich halt nicht für die Karte. Und ja, wenn die sich halt nicht melden, dann nehme ich auch die Karte halt, dann gibt es die Karte halt nicht mehr zum Weggeben. Dann packe ich das halt in meine eigene Sammlung rein. Aber ich finde das halt sehr, sehr, sehr schade, weil als Beispiel, wir haben ja den Collector Rare gezogen, wisst ihr noch? Und die Person, die das gewonnen hat, die hat sich halt nicht gemeldet. Wo ich mich frage, okay, ich mache ja solche Gewinnspiele und da kommen ja sogar geile Karten mit raus. Geil. Dramatur of Despia. Coole Sache. Und dann meldet ihr euch nicht. Ihr macht mit, gewinnt sogar die beste Karte, aber meldet euch nicht. Mir soll das ja egal sein, aber ich meine nur, dann nimmt man sich einfach mal die 20 Minuten Zeit, dann guckt man sich das Video komplett einmal durch, um zu gucken, ob man wirklich gewonnen hat, weil... Oh, einfach mal so eine 30 Euro Karte liegen lassen. Das ist halt nicht so schlau, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht, aber ich würde es schade finden. Deswegen würde ich auf jeden Fall bei dem nächsten Gewinnspiel, besonders wenn es um eine Starlight Rare geht, alles angucken, um sicher zu sein, ob ich tatsächlich nicht was Cooles, was Heftiges gewonnen habe, weil da sind echt auch relativ teure Karten drin sind, außer die Despian, außer die die Salad Rare. Da sind einige, die halt gut was kosten, was Geld angeht. Also wenn man vorhat, die natürlich zu verkaufen, ne? Aber sonst, ja, finde ich das trotzdem schade halt, wenn man sich halt dafür meldet. Aber nicht. Beziehungsweise wenn man mitmacht und nicht sich meldet, weil man wahrscheinlich das Video gar nicht zu Ende geguckt hat und sagt so, ach, ich gewinne sowieso nicht. Weil solange das unsere Channel klein ist, oder noch klein ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, ist halt viel, viel größer. Und wenn wir irgendwann ein paar tausend Abonnenten haben und ich solche Gewinnspiele mache, dann ist das die Wahrscheinlichkeit halt viel, viel geringer. So Leute, wir haben noch... Einige am Booster haben wir hier noch im Stab. Wir haben drei Ultra Rare gezogen. Genau. Und es fehlen uns halt ein Secret Rare. Und natürlich unsere Starlight Rare, den wir gerne haben möchten. Nobody knows. Nobody knows. Vielleicht versteckt sich unsere Starlight Rare unter diese Karten, die wir hier... unter diese Booster, die wir noch haben. Aber wir werden das ja gleich herausfinden. So, das haben wir. Despian. Und nochmal. Da sind noch 1, 2, 3, 1, 2, 3, insgesamt 6. Also mit der ich das aufmache, dann haben wir noch 5 Booster sind da. Die eine Chance auf ein Secret Rare und Potential Starlight Rare haben. Let's go! Stardust Synchron! Oh, der sieht ja voll geil aus. Der ist unsere zweite Secret Rare. Boom! Schöne Karte. Der sieht voll geil aus. Das sieht so wie ein Baby Stardust Dragon aus. Voll geil. So, jetzt haben wir nur noch
4 Packs. Und auf der Suche nach unsere... Oh, stimmt, da sind immer 4 Ultra Rares. Habe ich da vergessen. Da haben wir die nächste. So, dann haben wir hier. Letzte 3 Boosters. Können wir eine Starlight Rare ziehen? 1, 2, 3, 4. Wir machen die letzten mit Kartentrick. Mit Kartentrick, um zu gucken, ob wir... Und... Boom. Die letzte 2. 1, 2, 3, 4. Das heißt, der ist der letzte. Gucken wir uns die anderen Karten an. Ihr wisst ja, die letzten 2 Booster machen wir immer so. 1, 2, 3, 4. Packen wir rein. Da sind die Karten. Sushi wieder ist am Start. So. Jetzt. Das sind die letzten Karten. Also schauen wir mal, was diese Karte ist. 3, 2, 1, let's go. Okay. Und jetzt die letzte Karte. Herzekarte. Herzekarte, Leute. Du, 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 du. Boom. Okay. Aber unsere Pools. Bin sehr zufrieden. Wir haben gezogen den Gesmic Naganaki The Sunrise Signaler. Dann haben wir den Dramaturg of Despia. High Ritual R. Despian Qualities. Bee Trooper Scott Buck. Und den Starter Synchro. Ich bin auch, also ich bin allgemein bin ich sehr, sehr zufrieden. Das sind geile Karten, die wir gezogen haben. Finde ich richtig, richtig cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, nicht vergessen, wie immer, liken, abonnieren, kommentieren, was ihr davon hält. Und spätestens am Mittwoch gibt es dann das Gewinnspiel. In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß und schönen Sonntag. Ciao.